Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinen Bücherneuzugängen aus den Monaten Juli, August und September 2020. Da ist einiges zusammengekommen. Das sind so schöne Schätze, die bei mir eingezogen sind. Auch wenn es bedeutet, dass dadurch mein Sub steigt, meine ungelesenen Bücher, die ich ja eigentlich reduzieren möchte. Ja, das nehme ich total in Kauf, wenn solche Schätze bei mir einziehen. Und ja, wir fangen jetzt gleich mit den Neuzugängen aus dem Juli an. Das waren eine ganze Handvoll, also 5 Stück. Und gleich das erste Buch, was bei mir eingezogen ist im Juli und was ich euch jetzt zeigen möchte, ist gleich ein ganz großes Highlight. Da möchte ich mich auch gleich bei einer lieben Zuschauerin bedanken, denn die liebe Nicole hat unter eines meiner Videos geschrieben, dass sie eigentlich eher eine stille Zuschauerin ist und gar nicht so viel kommentiert. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Ich bin auch oft eine stille Zuschauerin und kommentiere gar nicht so viel. Deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, dass du dann doch geschrieben hast. Und zwar hast du mir einen besonderen Buchtipp gegeben, weil weil die liebe Nicole gemerkt hat, dass ich sehr, sehr gerne Zirkusgeschichten mag. Und da hat sie mir einen Titel genannt und das sagte mir überhaupt nichts. Und als ich da mal so ein bisschen recherchiert habe, habe ich gesehen, das ist genau mein Ding. Und dann habe ich es auch gleich auf die Wunschliste gepackt und dann dachte ich, weißt du was, Ramona, du bestellst es dir gleich, du willst es haben und dann bestellst es dir gleich in der Buchhandlung. Und das habe ich getan und zwar ist das dieses wunderschöne Buch hier, Die wahre Geschichte vom traurigen Clown Frederico. Das Buch ist aus dem Wunderhaus Verlag und ist geschrieben und illustriert von A. Soja und O. Baturina. Ich weiß leider nicht, wer jetzt genau was gemacht hat, wer die Geschichte geschrieben hat und wer illustriert hat. Jedenfalls ist das Buch ist es ein längeres Märchen für Erwachsene, halt komplett farbig illustriert, so hauptsächlich in diesen Farben gehalten, so in Schwarz, Grau und Rot-Orange. Und das Ganze spielt dann auch noch in Lüneburg und das ist so was Regionales, was ich dann erst recht gerne unterstützen möchte. Hinten drauf ist jetzt kein Klappentext, den ich euch vorlesen kann, aber vorne sind so eins, zwei Sätze, die ich euch gerne vorlesen möchte, weil die wirklich auch so schön beschrieben worden sind. Was haben ein trauriger Clown, ein Menschenwurm, Schneewittchen, ein kriminelles Mammut und Rumpelstilzchen gemeinsam? Sie sind die seltsamen Helden dieser wahren Geschichte über die Liebe zweier Teenager in einer verrückten Welt. Mit einer spektakulären Freak-Zirkusshow reisen die Raffinellis durchs Land und begeistern ihr Publikum. Aber was sie in der kleinen Stadt Lüneburg erleben, ist auch für deren Riesen, Zwerge und Artisten eine Sensation. Diese abenteuerliche Geschichte, so unvorhersehbar wie rasant, voller Humor und überraschender Ideen, macht Lust auf Zirkus und aufs Verlieben. Ja, ich hoffe ja, dass es jetzt nicht irgendwie zu sehr eine kitschige Liebesgeschichte ist, sondern dass hier vielmehr diese ganzen verrückten Ideen im Vordergrund stehen. Und ich glaube einfach, weil diese Liebesgeschichte so besonders inszeniert ist, wird mich das jetzt hier auch nicht stören. Gecatcht hat es mich dann erst recht, als es hieß, dass das eine ganze, ja, eine Geschichte nach Art von Tim Burton ist, auch so skurril, düster und irgendwie auch verrückt und ja, melancholisch. Und ich liebe Tim Burton-Filme und deswegen musste ich natürlich dazu greifen. Ich habe schon so ein bisschen reingeblättert. Es ist einfach unglaublich schön aufgemacht und auch schon die erste Seite mit dem ersten Satz, fand ich einfach ein sehr, sehr schöner Einstieg in die Geschichte. Manegefrei oder hereinspaziert zur traurigsten Vorstellung der Welt. Ja, und hier sieht man auch schon so ein bisschen Lüneburg und deswegen ist das richtig, richtig cool. Ich freue mich da sehr. Also da wird man sicherlich relativ schnell durchkommen, weil da viele Bilder drin sind. Aber es gibt auch, also man darf sich das jetzt nicht vorstellen, dass immer nur so wenig Text ist wie in einem Bilderbuch für Kinder. Man sieht hier auch, dass da auch ordentlich Text bei ist. Und ja, das sieht ja auch schon ein bisschen düster und skurril aus, nicht wahr? Ja, und das Cover finde ich auch unglaublich schön. Hat schon gleich etwas Trauriges, Düsteres. Und da bin ich gespannt, wie mir diese Liebesgeschichte gefällt. Nochmal einen lieben Gruß und ein großes Dankeschön an die liebe Nicole.
So, und dann sind noch Bücher von der Arbeit eingezogen. Da dürfen wir uns immer bei bestimmten Verlagen hin und wieder was aus den Neuerscheinungen aussuchen. Wir betreuen ja die Verlage und ja, manchmal fällt da für uns halt was ab. Leider viel zu oft. Ja, dadurch sagt man natürlich auch nicht nein. Und da ist zum einen ein Thriller bei mir eingezogen und der hatte mich einfach sofort angesprochen. Da sind, werdet ihr gleich sehen, wieder so ein paar Triggerworte dabei, die mich sofort ansprechen in düsteren, gruseligen Büchern. Und das Buch heißt Morbus und ist von Mark Roderick geschrieben oder Roderick. Ich weiß gar nicht, ist das ein deutscher Autor? Ja, ist ein deutscher Autor und er hat die Postmortem-Bestseller-Serie geschrieben. Und das ist wohl sein erster Einzel-Psycho-Thriller-Roman, wie auch immer. Ich lese euch mal drauf, hinten vor. Ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. So ist richtig. Das alte, idyllisch gelegene Gutshaus in den Weinbergen strahlt Behaglichkeit aus. Genau der richtige Ort, um der Großstadt zu entfliehen, denkt sich Mara Fleming, als sie das Haus erwirbt. Doch warum sprechen die Einwohner des Dorfes immer vom Unglückshaus? Und was geschah mit den beiden Mädchen, die dort vor einigen Jahren spurlos verschwanden? Zunehmend beschleicht Mara das Gefühl, dass da noch jemand im Haus ist, dass jemand sie beobachtet, auf sie wartet. Ja, dieses Haus, wo irgendwas passiert ist, eine Vergangenheit, und wenn es auch kein Horror ist, sondern ein Psychothriller, hat mich sofort angesprochen. Und denn mit diesem Cover, ich weiß nicht, ob das Wurzeln darstellen sollen auf der Erde, fand ich irgendwie auch ganz cool gemacht. Und ja, das ist eben eine Neuerscheinung aus dem Fischer Verlag, die bei mir einziehen durfte. Und dann durfte natürlich noch was Fantastisches bei den Neuerscheinungen aus dem Fischer Tor Verlag einziehen. Und zwar ist das wieder, geht das wieder so ein bisschen in die Richtung Tim Burton und ein bisschen in die Richtung Zombie-Roman, aber aus der Sicht von Tieren geschrieben. Hollow Kingdom von Kira Jane Buxton, das Jahr der Krähe. Ja, das klingt wieder so herrlich, humorvoll und verrückt, dass ich da irgendwie zugreifen musste. Und hier steht nämlich auch drauf, ein äußerst unterhaltsamer Weltuntergang, Pets meets The Walking Dead. Als Big Jim ein Auge aus dem Kopf springt und er aufhört, mit seinem Bloodhound Dennis spazieren zu gehen, ahnt die zahme Krähe St., dass irgendetwas nicht stimmt. Aber es kommt noch schlimmer. Ganz Seattle verwandelt sich binnen kurzem in ein Trümmerfeld. Nachbarn wechseln in den Berserker-Modus und bringen sich gegenseitig um. Und sogar das Fernsehprogramm fällt aus. St. und Dennis beschließen, nach dem Ursprung der Katastrophe zu suchen und begeben sich auf eine Odyssee durch die zerstörte Stadt. Ja, ich finde, das klingt sehr, sehr lustig und unterhaltsam. Ob das jetzt ein großes, ja, es müsste schon so ein bisschen Tiefgang auch haben, damit es für mich auch noch ein Highlight wird und nicht nur einfach so was zum Wegsnacken. Ich weiß auch gar nicht, ob das der erste Teil einer Reihe ist. Könnte man ja ein bisschen epischer aufziehen und dann aus verschiedenen, ja, Sichten beschreiben von bestimmten Tieren. Ja, aber wir sehen auf jeden Fall hier die Krähe St. und hier unten noch den Hund. Ja. Ach hier, und hinten drauf sehen wir sogar noch einen Oktopus. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich auch irgendwie eine Rolle spielt, aber wäre ja ganz lustig. Hat auch nicht so viele Seiten, ist glaube ich auch ziemlich schnell dann durchge. Das ist bestimmt ganz locker, leicht, luftig. Vielleicht aber auch ein bisschen blutig geschrieben, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Bei so Walking Dead-Vergleich muss man damit rechnen. So, und nachdem ich da jetzt wieder was umsonst bekommen hatte, musste ich natürlich wieder so ein bisschen den Buchhandel unterstützen. Nein, das war natürlich nicht der Antrieb jetzt, aber ich wollte einen bestimmten Kinderbuchklassiker haben. Der stand schon länger auf meiner Liste, auf meiner Wunschliste. Da gab es aber ganz viele verschiedene Ausgaben, verschiedene Illustratoren, die dieses Werk umgesetzt haben und auch übersetzt haben. Und dann habe ich mich mal in der Buchhandlung beraten lassen, wollte ich gerade schon sagen. Ich habe einfach drei Bücher zur Ansicht bestellt von demselben Klassiker und habe mich dann, als die dann geliefert worden sind, in der Buchhandlung dann hingesetzt und dann geschaut, welches mir am besten gefällt.
und mich dann für eines entschieden. Das war echt nicht einfach. Aber letztendlich habe ich mich, glaube ich, richtig entschieden. Ich zeige es euch jetzt einmal. Und zwar ist es der Kinderbuchklassiker Der Wind in den Weiden von Kenneth Graham und illustriert ist das Ganze von Robert Ingpen. Und ich finde, das Buch sieht schon so wunderschön aus. Ja, ist halt ja, so eine liebevolle, ich glaube auch ein bisschen lustige Tierfreundschaftsgeschichte. Es gibt Dachs und Frosch und Maulwurf. Was haben wir hier noch? Maus. Gucken wir mal, dass wir da auch ein bisschen was vorlesen können. Als der Maulwurf den Frühjahrsputz sein lässt und sich auf den Weg an die frische Luft macht, beginnt für ihn ein neues Leben voller herrlicher Erlebnisse mit seinen neuen Freunden. Der ausgeglichenen Ratte, dem etwas ruppigen, aber großherzigen Dachs und dem selbstverliebten, unverbesserlichen Herrn Kröterich. Der impulsive Kröterich stürzt die Freunde von einem Abenteuer ins nächste, von umgestürzten Zigeunerwagen zu gestohlenen Autos, einem aufregenden Ausbruch aus dem Gefängnis und schließlich einer heldenhaften Auseinandersetzung mit den finsteren Bewohnern des Wilden Waldes. Ja, man sieht, die Tiere wurden hier sehr vermenschlicht. Also es gibt Autos und Kutschen und hast du nicht gesehen. Und die Tiere tragen auch Klamotten. Trotzdem hat es, glaube ich, was sehr Naturverbundenes und Schönes. Ja, und ihr seht, ich guck mal eben, ob ich euch ein paar Illustrationen zeigen kann. Also hier ist zum Beispiel, denk mal, der Handlungsort gezeigt am Fluss, am Flussufer. Ja, also der Stil von Robert Ingpen ist schon sehr. Ich bin keine Künstlerin, keine Malerin und kann euch das nicht mit Fachwörtern sagen. Ich kann nur sagen, wie ich das wahrnehme. Ist alles so ein bisschen mit Wasserfarben, Aquarell, so ein bisschen verschwommen und verwischt. Also wenn man nah rangeht, dann ist das nicht sehr detailliert. Und dennoch hat es, finde ich, sehr, sehr schön Atmosphäre. Also wirklich von den Farben und von den Lichtverhältnissen auch, finde ich, strahlt das wirklich eine sehr schöne Wärme auch aus. Und ich habe mich dann letztendlich für diese ja, Ausführung entschieden, obwohl die schon auch recht düster ist, finde ich. Und ich finde auch, wenn ich jetzt Kinder gehabt hätte oder ich hätte das jetzt als Geschenk für ein Kind ausgesucht, dann hätte ich mich nicht für diese Art von Illustration entschieden. Es gab nämlich auch andere, die waren eher, kann man sich eher vorstellen, wie so ein Wimmelbuch. Also sie waren sehr detailliert, sehr bunt, aber es gab wirklich auf den einzelnen Illustrationenseiten wirklich viel zu entdecken. Also wenn man nah rangeht, dann hätte man auch noch wirklich viele Details entdecken können. Das war auch etwas, was mich irgendwie, ja, was mich eigentlich auch schon gereizt hat, weil ich es mag sehr, sehr gerne, wenn man Illustrationen wirklich lange betrachten kann und immer wieder was Neues entdeckt. Das ist bei dem jetzt nicht ganz so sehr, aber dafür ist, wie gesagt, die Stimmung eine ganz besondere und ich finde, das ist halt irgendwie so ein bisschen eine erwachsenere Version. Was ganz lustig ist, mir kam das alles so ein bisschen bekannt vor und ich glaube, dass der Illustrator auch schon einen Namen hat, also durchaus bekannt ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch aus dem Knesebeck Verlag tatsächlich schon eine Klassikerausgabe habe, die auch von Robert Ingpen illustriert wurde. Und zwar ist das die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Und auch da haben mir die Illustrationen schon sehr gut gefallen, auch wenn ich da ebenfalls gedacht habe, hätte alles noch ein bisschen detaillierter sein können und nicht so larifari hin. Ne? Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, aber so ist nun mal sein Zeichenstil. Ich frage mich nicht, warum ich gerade so ein Bedürfnis nach dieser Geschichte hatte. Vielleicht, weil es irgendwie mitten im Sommer war und ich irgendwie auch was Leichtes wollte, aber vielleicht war es auch einfach an der Zeit, mal wieder irgendwie eine schöne Kinderbuchklassiker bei mir einziehen zu lassen. Tja, und wie das immer so ist, wenn man dann vor Ort ist und sich was bestellt, sich beraten lässt oder dann auch die Bücher abholt, dann guckt man natürlich auch immer wieder, was sonst noch so in den Regalen steht. Und irgendwie guckt man auch immer wieder bei den Mängelexemplaren,
und bei den Rabattaktionen. Und tja, meistens werde ich da nicht fündig, weil ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt, okay, das hört sich ja gut an, das nehme ich mal mit, sondern wenn ich da was mitnehme, dann ist es tatsächlich, weil das Buch bereits auf meiner Wunschliste steht. Und das ist wirklich sehr, sehr selten, dass ich da tatsächlich was rausziehe, was schon auf meiner Wunschliste steht. Nun war es aber so und tatsächlich auch ein Klassiker und auch ein Klassiker, der viel mit Tieren in der Natur spielt. Und dann war das auch noch der Klassiker bzw. diese Ausgabe, die ich auch unbedingt haben wollte von dieser Geschichte. Ich höre mal auf, in Rätseln zu reden und zeige euch das Buch. Und zwar ist es das Dschungelbuch 1 und 2 von Rudyard Kipling, neu übersetzt von Andreas Noll. Ja, aus dem DTV-Verlag. Was mir halt immer sehr wichtig ist bei Klassikern, wenn ich die lesen möchte, dann möchte ich sie halt auch eigentlich möglichst so lesen, wie sie im Original sind. Natürlich lese ich am liebsten auf Deutsch, weil es mir am einfachsten fällt. Deswegen ist es natürlich, fällt der Punkt schon mal weg, im Original zu lesen. Aber ich möchte halt nicht, dass es irgendwas Gekürztes ist. Das war mir dann bei den Wind in den Weiden auch wichtig, dass es nicht extra für Kinder umgeschrieben worden ist. Das ist ja, passiert ja oft. Und gerade wenn hier wie beim Dschungelbuch, dazu gibt es ja nun mal auch den bekannteren Disney-Film. Da passiert es natürlich auch häufig, dass das so geschrieben wird, dass es eher auf den Disney-Film passt und nicht auf das Original. Es gibt halt auch zum Beispiel auch eine wunderschöne Koppenrad-Ausgabe von Mina Lima, diese Schmuckausgaben, wo ich auch den Geheimen Garten zu habe. Aber das war auch gekürzt. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht nach einer Ausgabe, die mir optisch gefällt und aber auch alles enthält. Dann kommt noch dazu, das Dschungelbuch ist eigentlich eine Sammlung von mehreren Kurzgeschichten. Darunter sind auch die Kurzgeschichten zu Mowgli, aber es gibt auch noch andere Kurzgeschichten, wo andere Protagonisten eine Rolle spielen. Meistens sind das denn Tiere. Und es gibt oft, es ist einfach nur das Dschungelbuch 1 und ich glaube, da sind dann diese Mowgli-Geschichten enthalten. Oder es gibt einfach nur eine Auswahl. Aber selten ist es der Fall, dass 1 und 2 im selben Band und wirklich komplett alle Geschichten drin sind. Ja, bei dem ist das der Fall, ungekürzt und dann auch noch die Ausgabe gefällt mir sehr. Und die kostet neu eigentlich 15 Euro. Jetzt war es aber in der Mängelexemplarkiste, keine Ahnung wieso. Also ich möchte mich nicht beschweren. Klar, der Stempel ist jetzt nicht sonderlich schön gemacht. Zur Not könnte man den nochmal abschmirgeln. Aber ich finde, sonst da fällt er ja eigentlich auch nicht auf. Also so, wo man das Buch eigentlich sieht, am Rücken und von vorne, ja, sieht das wirklich wie neu aus. Und das ist es ja auch. Es ist ja sonst auch noch nicht gelesen. Ja, innen drin ist es wirklich auch sehr, sehr schön aufgemacht. Immer zwischen den Kapiteln gibt es immer so kleine Schmuckpapiere. Dann gibt es immer noch so kleine Gedichte davor. Ja, und hier gibt es zum Beispiel ein Jagdlied des Sioni-Rudels. Ich hatte auch ein bisschen was zu Rudyard Kipling mir durchgelesen, weil ich das auch irgendwie spannend fand. Und ich denke auch, dass es nicht, also dass es, oder ich weiß auch, dass es nicht zu vergleichen ist mit der Disney-Version. Und deswegen ist das, gehe ich da jetzt auch nicht mit diesen Erwartungen ran. Ich hoffe aber, dass es sich relativ gut lesen lässt. Die Buchhändlerin an der Kasse meinte, sie hätte von ihm schon mal seine so Reisetagebücher oder Reiseerzählungen von ihm gelesen und er hätte auch einen gewissen Witz und Charme. Und mal gucken, ob ich diesen Charme und Witz hier auch entdecken kann. Und ja, ob mir diese Kurzgeschichten, die teils zusammenhängen und teils für sich stehen, wirklich genießen kann in diesem Klassiker. Ja, das war ein schöner Zufall und da habe ich dann tatsächlich mal für, ich glaube, für 3,95 € dann auch zugegriffen. Das waren alle Neuzugänge aus dem Monat Juli. Jetzt kommt der Neuzugang aus dem Monat August. Das war tatsächlich nur ein
Buch, aber dafür hat dieses Buch es in sich. Dieses Buch habe ich euch in einem Video, ich glaube in einem Tag, worum es darum ging, meinen letzten Neuzugang zu zeigen, schon mal in die Kamera gehalten. Und zwar ist es diese Schmuckausgabe, illustriert von Benjamin Lacombe, Geistergeschichten aus Japan. Und diese Geistergeschichten sind gesammelt bzw. geschrieben worden von Lafcadio Hearn. Ja, ich bin ein großer, großer Benjamin Lacombe-Fan, das habe ich euch ja jetzt schon öfter gesagt, habe schon viele seiner Werke, ich mag seinen Stil schon sehr gerne. Ich kann verstehen, dass es nicht für jeden etwas ist. Es ist schon sehr düster und melancholisch gezeichnet. Aber ich finde, besonders jetzt hier zu diesen Geistergeschichten passt es einfach sehr, sehr gut. Und ja, Geistergeschichten ist natürlich auch etwas, was thematisch sehr, sehr gut zu mir passt. Und deswegen musste ich da unbedingt zugreifen. Ich hatte das als Geschenk für eine liebe Freundin gekauft, die halt totaler Japan-Fan ist und auch selbst Buchhändlerin war. Und deswegen passte das perfekt als Geschenk. Bei mir stand es schon länger auf der Wunschliste. So habe ich das einfach zweimal bestellt. Für sie als Geschenk und für mich. ja, es ist halb leingebunden mit den Schmetterlingen. Sieht einfach richtig toll aus. Und ja, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es sind 10 Geistergeschichten enthalten. Und bei diesen Ausgaben, diesen Schmuckausgaben von Benjamin Lacombe illustriert, sind meistens ja irgendwelche Klassiker. Da ist dann halt auch immer hinten nochmal so ein bisschen geschrieben, etwas zu Benjamin Lacombes Geschichte, zu seinen biografischen Daten, aber auch zu seinen Werken und dann aber natürlich auch zum Autoren. Mir sagte Lafcadio Hearn jetzt gar nichts und habe deswegen tatsächlich mal ein bisschen nachgelesen. Es war wohl ein irischer Journalist, der aber Kontakte zum japanischen Botschafter hatte. Und er hat sich dann sehr für die Kultur in Japan interessiert und ist tatsächlich irgendwann auch dorthin gezogen und hat an einer Universität dort unterrichtet und hatte auch, glaube ich, tatsächlich Geschichten übersetzt und dann später auch eine Japanerin geheiratet und sich dadurch natürlich immer mehr mit der Kultur dort beschäftigt, mit Sagen und Legenden. Und er hat dann angefangen, diese Geschichten zu sammeln. Und ja, ich denke mal, dass welche daraus denn auch hier, ja, welche von diesen Geschichten hier in diesem Buch gelandet sind. Ich kann euch natürlich zum Inhalt noch nichts sagen. Ich denke mal nicht, dass ich das Buch von vorne bis hinten durchlesen werde, sondern immer mal wieder. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das im Oktober gerne mache, jetzt, wo es jetzt in diesem gemütlichen, unheimlichen Monat hineingeht, dass ich immer mal wieder eine Geschichte lese. Ja, ich kann euch ja vielleicht mal auch wieder hier 1, 2 Illustrationen zeigen. Hier ist direkt auch der Anfang mit wieder so einem kleinen Gimmick. Ja, finde ich wieder sehr, sehr schön gestaltet. Also ich kann nur sagen, wunderschöne Arbeit. Jacobi und Stuart, der Verlag macht das einfach immer schön. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Lesebändchen. Und ich glaube, das Buch hat 32 Euro neu gekostet. Und ich finde, dass dafür, diese Ausstattung, gebe ich das Geld durchaus gerne dafür her. So, dann sind wir jetzt schon, das war jetzt schon der August und jetzt kommen wir im September. Da sind jetzt allerdings noch mal ein paar mehr Bücher eingezogen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bücher sind da eingezogen. Tja, ich fange gleich mal an mit 2 Büchern, die zusammengehören. Das ist nämlich eine Dilogie und die sind bei mir eingezogen, weil ich wieder bei einer Kampagne von der Mainwunder-Agentur mitmache. Das ist eine Agentur, die halt Bücher bewirbt, besonders halt auch aus kleineren Verlagen. Und die schreiben dann immer Blogger und YouTuber an, ob die diese Bücher als Rezensionsexemplare lesen möchten und dann halt dazu auch eine Rezension machen zu einem bestimmten Zeitpunkt, damit diese Videos und diese Blog-Einträge natürlich alle dann kommen, wenn die Bücher erscheinen oder wenn die Kampagne halt auch zu diesem Zeitpunkt sein muss. Da hat man auch nicht ganz so viel Zeit, das Ganze dann zu lesen und aufzubereiten, aber dafür bekommt man halt eben auch eine Aufwandsentschädigung. Und ja, das Gute ist, dass man immer so angeben kann, welche Genres man gerne mag und man muss auch nicht zu allen Ja und Amen sagen, sondern sagt wirklich nur zu den Büchern Ja, die man wirklich interessant findet. Und ich habe jetzt
diese beiden Bücher zugesendet bekommen. Die gehören halt zusammen. Das ist einmal Die Tränenkönigin, Band 1, und Die Tränenrebellen, Band 2 von Jay LaHinch. Und das ist eben ein neuer Verlag, ein ganz kleiner Verlag. Bisher gibt es, glaube ich, auch nur diese beiden Bücher, die dort erschienen sind, der Bukapi Verlag. Und ich habe mit dem ersten Band auch schon angefangen, bin jetzt fast genau auf der Hälfte. Manchmal ist der Tod nicht nur das Ende eines geliebten Herzens, sondern besiegelt zugleich dein Schicksal. Das muss Nava schmerzlich erkennen, als ihr Zwillingsbruder nach dem Tod ihrer Eltern verstummt. Eine Flucht aus Marenna scheint ihr einziger Ausweg und nur der fremde Jaden ist bereit, sie auf dieser Reise ins Ungewisse zu begleiten. Erst ein unglaubliches Angebot der Tränenkönigin gibt ihren Weg eine Richtung. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche nach den Tränen, die nicht nur das Schicksal ihres Bruders, sondern das einer ganzen Welt für immer verändern könnten. Ja, ich hatte mich da auf jeden Fall für interessiert, weil das nach einer märchenhaften Fantasy-Welt sich angehört hat und ich dachte, dass die Sprache vielleicht auch sehr schön poetisch ist. Und wenn ihr wissen möchtet, was hier noch alles passiert und wie mir die Bücher gefallen haben, dann schaltet dann in die Rezension rein. Die wird dann, denke ich mal, in einer Woche ungefähr so online kommen. Und wenn ihr wissen möchtet, was noch alles in dieser wunderschönen Überraschungsbox drin war, außer den Büchern, dann schaltet auch in die Rezension, denn da werde ich euch das Unpacking auch nochmal zeigen. Ich habe es zwar alles schon ausgepackt, weil ich einfach zu neugierig war, dass jetzt alles... Ja, ich musste ja auch irgendwie an die Bücher rankommen. Deswegen wird das kein Live-Unpacking sein, keine Live-Reaction, sondern ja, zeige ich euch einfach die süßen, kleinen, liebevollen Dinge, die da enthalten waren. So, was haben wir hier noch? Ja, das nächste Buch, was bei mir eingezogen ist, habe ich mir wieder in der Buchhandlung gekauft. Und das ist ein Buch, was nicht auf meinem Sub landen wird, sondern als Lieblingsbuch in mein Bücherregal direkt, weil ich das Buch schon gelesen habe, allerdings in einer anderen Ausführung. Ich spreche von Erebos von Ursula Poznanski in dieser Sonderedition mit dem farbigen Buchschnitt. Als der zweite Band dazu erschienen ist, der zweite Band ist 10 Jahre später als der erste erschien, da haben sie diese beiden nochmal in einer Sonderedition rausgebracht, weil ich glaube, Erebos gab es damals gar nicht als, als gebundenes. Da gab es das nur als Paperback und als Taschenbuch. Ich hatte es hier als Taschenbuch und ja, finde halt einfach schöner, wenn die Bücher zusammenpassen. Ich wollte aber nicht so lange warten, bis der zweite Band als Taschenbuch erscheint und ja, fand einfach auch die Ausgabe so wunderschön und dachte, das muss doch irgendwie zusammenpassen. Ja, den zweiten Band hatte ich hier halt auch als Rezensionsexemplar einziehen lassen und dann standen die hier immer so im Regal, das eine als Taschenbuch, das andere gebunden und ich dachte, nee, das muss irgendwie anders werden und letztens bin ich daran vorbeigegangen in der Buchhandlung, dachte, jetzt holst du dir das und dann ist das Erebos Taschenbuch auch ausgezogen. Und ich kann euch jetzt einfach nochmal den zweiten Teil zeigen. Genau, das ist der zweite Teil und ja, die Farbe ist auch der Knaller, finde ich. Und ich finde, das sieht einfach ziemlich cool aus im Regal, wenn die nebeneinander stehen. Leider habe ich hier beim zweiten Teil nicht die erste Ausgabe erhalten, wo dann der Buchschnitt auch farbig ist, aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Im Regal passen die ja trotzdem super gut zusammen. Ja, hier geht es, wenn ihr es noch nicht wisst, um ein Computerspiel, was bei Jugendlichen auf einer Schule die Runde macht und da wird mit gehandelt wie mit Drogen. Man darf nicht drüber sprechen in der Realität, aber es wird heimlich immer weitergegeben. Unser Protagonist Nick, der weiß erst gar nicht, was los ist. Seine Freunde sind teilweise betroffen und machen eigentlich nichts anderes mehr, als diese Spiele zu spielen. Und irgendwann kommt er da aber auch ran und möchte natürlich wissen, was dahinter steckt. Und er gerät auch in diesen Sog des Spiels. Das Spiel ist so ein ja, Fantasy-Rollenspiel, könnte man sagen, so eine Art WoW. Und er erschafft dann halt auch seinen eigenen Charakter und das Spiel scheint aber sehr intelligent zu sein. Es interagiert mit dir, es spricht dich an und du musst bestimmte Aufgaben wahrnehmen bzw. erledigen, um halt Level
zu erhöhen und irgendwann werden die Aufgaben immer schwieriger und auch gefährlicher. Gefährlicher in dem Sinne, weil die Aufgaben dann nicht nur im Spiel, sondern auch in der Realität ausgeführt werden müssen. Und dann fragt man sich natürlich irgendwann, was möchte Erebos eigentlich? Wer steckt dahinter? Und wir haben eben bestimmte Spielsequenzen im Spiel und dann natürlich, wie erfahren wir, wie es das Ganze in der Realität dann aufgenommen wird, dass die Kinder auf einmal nicht mehr zur Schule gehen, sondern nur noch dieses Spiel spielen. Ja, und hier im zweiten Band ist es dann nachher mit, ja, Erebos kehrt zurück, könnte man sagen, mit verbesserter Technik. Ja, richtig cool gemacht. Beide haben mir sehr gut gefallen und jetzt passen sie auch endlich zusammen. Und das ist ja auch ein Buch, was eben nicht auf meinem Sub landet. Dafür aber dann jetzt die restlichen Bücher alle schon. Ein weiteres Rezensionsexemplar ist bei mir eingetrudelt. Manchmal werde ich vom Verlag angeschrieben, ob ich dieses oder jenes Buch als Rezension, als Rezensionsexemplar erhalten möchte. Viele Bücher sind nichts für mich. Oft ist es halt auch einfach nur so eine Ketten-E-Mail und gar nicht so richtig auf einen bestimmten Booktuber oder Blogger irgendwie zugeschnitten, aber manchmal sind es auch einfach so Blogger-Newsletter, wo dann halt einfach alle angeschrieben werden. Und so war das, glaube ich, auch bei dem Knesebeck-Verlag. Und zwar kommt ein neuer Disney-Film, allerdings nicht in die Kinos, glaube ich, sondern auf Disney Plus. Das ist ja ein Streaming-Dienst von Disney und da erscheint wohl bald ein neuer Film. Und zwar ist das Der einzig wahre Ivan von Catherine Applegate. Es ist ein Kinderbuch und ist auch sehr groß geschrieben und auch ein bisschen illustriert. Da könnt ihr das sehen. Ich muss allerdings sagen, dass ich irgendwie im Kopf hatte, ich weiß gar nicht warum, als ich diese E-Mail gesehen habe und als ich dann tatsächlich dazu gesagt habe, ich dachte eher, das wäre so eine Art Bilderbuch. Hatte gar nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich ein ganzer Roman ist. Aber gut, das ist meine Schuld, dass ich da nicht so richtig mitgelesen habe. Aber auch hier gab es wieder so ein, zwei Wörter, die bei mir irgendwie was zum Klingeln gebracht haben. Und dass ich auf diese Geschichte richtig Lust habe. Ich bin Ivan. Ich bin ein Gorilla. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Der Gorilla Ivan lebt mit Stella, einer alten Elefantendame, und Bob, einem herrenlosen Hund, in einer heruntergekommenen Zirkusmall. Früher einmal war ein wilder Berggorilla, doch er erinnert sich kaum noch an sein Leben in Freiheit und hat sich mit seinem tristen Dasein abgefunden. Seine Freunde Bob, Stella und Julia, die kleine Tochter seines Pflegers, sind das Wichtigste für ihn. Erst als Ruby, ein Elefantenbaby, auftaucht, ändert sich sein Leben schlagartig. Nun ist es an ihm, die Dinge zum Besseren zu wenden und ein wirkliches Zuhause für sich und seine Freunde zu finden. Und das Ganze ist wohl nach einer wahren Geschichte aufgeschrieben worden. Und ja, finde ich irgendwie ganz niedlich. Und mal gucken, ich habe Disney Plus, habe ich nicht, ob ich denn irgendwann doch irgendwie an den Film herankomme. Aber ich werde mal sehen, was die Geschichte, das Buch für mich bereithält. Ich glaube, das sind auch wirklich sehr, sehr kurze Kapitel, sehr groß geschrieben. Da kommt man, glaube ich, ziemlich schnell durch. Und ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, was mich jetzt hier angesprochen hat. Natürlich das Thema Zirkus, natürlich auch, dass es aus Sicht von Tieren geschrieben worden ist. Und ich bin ja auch ein großer Disney-Fan. Es hat mich irgendwie auch so ein bisschen an Dumbo erinnert. Ich denke, das wird vielleicht auch sehr rührend und auch vielleicht auch ein bisschen traurig. Mal sehen. Und dazu wird es natürlich auch eine Rezension geben. So, jetzt kommen die letzten drei Bücher, die auch erst gestern bei mir eingezogen sind. Das sind wieder Bücher von der Arbeit, diesmal zu Neuerscheinungen vom Drömer-Knauer Verlag. Und das ist ein Verlag, da könnte ich wirklich mich dumm und dämlich lesen, weil die sehr, sehr viel haben, was mich interessiert. Und ja, das erste Buch habe ich schon so oft gesehen, dachte, oh mein Gott, ich möchte es so gerne auch haben. Und das ist ein Autor, den ich wirklich als Jugendliche sehr, sehr gerne gelesen habe und der eine Reihe geschrieben hat, die mir sehr am Herzen liegt. Und dann ist er ziemlich lange Jahre irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und jetzt kam er wieder mit etwas Neuem. Es ist nicht mehr Fantasy für Jugendliche, sondern es ist jetzt Science Fiction für Erwachsene. Ich zeige es euch jetzt einfach mal. Und zwar ist es Infinitum,
Die Ewigkeit der Sterne von Christopher Paolini. Und da oben drauf steht es auch schon, das ist der Autor des Weltbestsellers Eragon. Ja, das ist diese Drachen-High-Fantasy, die ich einfach total geliebt habe, beziehungsweise immer noch liebe. Das ist auch der Grund, warum ich mir jetzt dieses Science-Fiction-Werk ein bisschen näher anschaue. Ich bin jetzt ja sonst nicht so der Science-Fiction-Leser, obwohl mich da schon einiges interessiert. Ich mag es halt nur nicht, wenn das zu viel, wie sage ich das jetzt, Star Wars Science-Fiction ist. Also mit Laserschwertern und mit Raumschiffen und Piu-Piu und Krieg und hast du nicht gesehen. Sondern das Ganze schon so ein bisschen tiefschürfender ist und vielleicht auch ein bisschen innovativer. Und hier hatte ich irgendwie schon das Gefühl, dass das Ganze in diese Richtung geht. Ich lese euch mal einmal den Klappentext vor. Die junge Forscherin Kyra oder Kira Navarez hat immer davon geträumt, neue Welten zu erkunden. Doch ein harmlos scheinender Auftrag auf einem fernen Planeten lässt Kiras Traum zum Albtraum werden. Bei der abschließenden Erkundung der fremden Welt, die in Kürze kolonialisiert werden soll, stürzt Kira in eine Felsspalte und entdeckt etwas, das kein Mensch je zuvor gesehen hat. Von nun an hängt nicht nur ihr eigenes Schicksal von Kiras Entscheidung ab, sondern das der gesamten Menschheit. Denn wir sind nicht allein im Universum und wir müssen einen Weg finden, um zu überleben. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass es jetzt in die Richtung geht, dass sie da irgendwie Aliens entdeckt und dann kommt es zum großen Krieg zwischen Aliens und Menschheit. Das wäre dann wieder was, was ich nicht so gerne lese. Aber ich finde so der Anfang, dass sie eben Forscherin ist und davon geträumt hat, diese Welten zu erkunden und dass sie eben einen bestimmten Auftrag hat und ferne Planeten irgendwie immer aufsucht. Das finde ich schon irgendwie spannend und wenn das auch viel auf die Person eingeht, auf die Charaktere. Ich meine, das Buch ist hammerdick, da kann ziemlich viel passieren, aber ich vertraue Paolini, also er hat mir Eragon und auch alle anderen Charaktere aus Eragon sehr nahe gebracht. Ich weiß auch gar nicht, ob das der erste Teil einer Reihe ist oder ob das ein Einzelband ist. Wir werden es erleben. Ja, dieses Buch wird mich, glaube ich, ziemlich lange beschäftigen. Ich gucke nochmal, wie viele Seiten das Ganze hat. Ja, 960 Seiten. Das ist für mich, selbst für mich, ein dicker Schinken. Und ich finde auch die Vorsatzpapiere, schaut euch das mal an, also ist wirklich echt toll gemacht. Und wo wir gerade dabei sind, das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht, noch nicht unter den Schutzumschlag geguckt. Manchmal ist da ja eine Überraschung. Nee, es ist einfach blau, aber dafür hat es einen Goldaufdruck drauf. Das ist doch auch schön. So, zusammentüdeln mache ich gleich. Wo lege ich es hin, damit es nicht kaputt geht? So, zwei Bücher habe ich noch und eben auch von Drömer Knauer Verlag, auch Neuerscheinungen von gerade erst erschienenen Büchern. Und ja, dass beide Bücher passen sehr gut jetzt in den Oktober, in die Horrorriege, könnte man sagen. Und auch der nächste Autor ist wieder ein Lieblingsautor von mir. Und zwar ist das Thomas Finn mit seinem neuen Horror-Thriller Bermuda. Das Ganze wurde ja, glaube ich, verschoben, sollte irgendwie schon früher erscheinen. Dann ist es erst als E-Book erschienen. Und ja, jetzt kommt es endlich als Print raus und ich freue mich da sehr drauf. Ich habe ja jetzt wirklich schon ja, 7 Bücher von ihm gelesen und davon waren, glaube ich, 4 Horror-Thriller und die haben mir wirklich auch am meisten gefallen. Deswegen freue ich mich auf die nächsten Horror-Thriller halt besonders. Das Ganze passt, glaube ich, eher in den Sommer, weil es eher so eine Lost-Geschichte ist auf einer einsamen Insel. Aber wir werden sehen. Ich werde euch auch hier natürlich mal eben den Klappentext vorlesen. Eine Gruppe Schiffbrüchiger strandet auf einer mysteriösen Insel im Bermuda-Dreieck und wird von einer unheimlichen Macht gnadenlos dezimiert. Nur knapp überleben der Biologe Alex Kirchner und die Kreuzfahrtmitarbeiterin Izil Perez den Untergang ihres Luxusliners, der mitten im Bermuda-Dreieck in einen schrecklichen Hurrikan gerät. Zusammen mit einem Dutzend weiterer Überlebender werden die beiden am Strand einer Vulkaninsel angespült. Doch die vermeintliche Rettung erweist sich schnell als tödliche Falle.
Weder Handys noch Kompasse funktionieren. Mumifizierte Leichen werden angespült und nachts kommt es zu unheimlichen Licht- und Geräuschphänomenen. Schließlich verschwinden Treibgut, Nahrungsmittel und Tote. Und breite Schleifspuren führen direkt in den Mangrovendschungel. Als der erste der Schiffbrüchigen auf entsetzliche Weise stirbt, wird alles klar, dass ein namenloses Grauen auf der Insel lauert, die eigentlich gar nicht existieren dürfte. Ein packender Horrorroman mit gut dosierten Genre-Elementen, bei dem sich die Spannung von Seite zu Seite steigert. Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil bei seinen anderen Horror-Thrillern war das auch immer wirklich, waren das immer tolle Page-Turner und er hat immer richtig coole Legenden und Sagen mit einfließen lassen. Und diese Horrorelemente, die hier erwähnt worden sind. Ja, man sieht hier auch irgendwie ein Maul eines. Ja, ist die Frage, ist das ein Maul oder ist das eine Höhle? Ja, und ein kleines Rettungsboot und eben hinten die Insel. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr atmosphärisch und da habe ich richtig Lust drauf. Mal gucken. Ich habe mir letztens schon für den Oktober alle meine Grusel- und Horrorbücher aufgeschrieben, die ich vielleicht so im Oktober, November lesen möchte. Und ja, die kommen natürlich jetzt auch darauf. Auch jetzt das nächste. Peppermine von Camilla Bruce war auch eine Neuerscheinung, die ich beim Durchforsten der Vorschauen, der Verlagsvorschauen, sofort auf meine Wunschliste gepackt habe. Das ist schon echt lange her, dass das angekündigt war und das. Wie gesagt, das Cover hat mich sofort angesprochen und dann auch die Geschichte dahinter, weil es wieder etwas mit Schriftstellern zu tun hat, es hat wieder was mit einer Sage zu tun und irgendwie auch so mit dem Spiel, was ist real, was ist Realität, was ist Traumwelt, gibt es das wirklich? Niemand kann ihn sehen, nichts wird ihn aufhalten und du bist nie allein. Cassandra Tipp, erfolgreiche Autorin, exzentrische Tante und Angeklagte in 2 Mordfällen, ist tot. Ihre Hinterlassenschaften, sehr viel Geld und ein Brief, der die Wahrheit über ihr Leben enthüllen soll. Die Geschichte, die Cassandra erzählt, beginnt in ihrer Kindheit. Es ist eine düstere Geschichte über unheimliche Geschenke aus Knochen, über einen Ehemann aus Steinen und Zweigen und über ein Wesen aus dem Wald, das keiner außer Cassandra sehen kann. Pepperman. Ja, ich finde, das klingt richtig cool. Ich war ein bisschen überrascht, dass das so mega dünn ist. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte schon, dass es so 350 bis 400 Seiten hat, aber es hat tatsächlich nur 250 Seiten. Aber dann ist es wahrscheinlich so ein kleines Horrormärchen, wo dann wirklich nur aus dieser Geschichte, aus diesem Brief, vielleicht ist es so eine Art Briefroman geschrieben, aus diesen Hinterlassenschaften von der Autorin. Ja, ich denke mal, da werde ich ziemlich schnell zugreifen. Und vielleicht jetzt sogar schon im Oktober. Mal gucken, ob ich da nochmal einen Lesemarathon einbaue. Ja, das war's jetzt auch schon mit meinen Neuzugängen aus den Monaten Juli, August und September. Das waren jetzt einige und das waren so viele tolle Bücher. Ich freue mich und kann mich gar nicht entscheiden, was ich jetzt nächstes lesen möchte. Aber wie gesagt, diese düsteren, gruseligen Geschichten, die stehen jetzt ganz oben auf meiner Liste und natürlich die Rezensionsexemplare, da ich die dann auch priorisiert behandle. Und damit möchte ich auch so eine kleine Ankündigung machen. Ich habe den Oktober zum Spuktober erkoren und habe mir ja, wie gesagt, einige Bücher notiert, die ich in der Zeit lesen möchte. Also es soll eher so in diese Dark Fantasy, Grusel- und Horrorrichtung gehen. Diese Bücher werden euch dann in den Lesemonaten erwarten. Ich habe mir aber auch einige Ideen von meiner Video-Ideenliste genommen, die halt zum Thema Horror und Grusel passen und die werde ich dann, glaube ich, jetzt so in Oktober legen. Und ich habe auch ein Projekt zusammen mit anderen Booktubern geplant. Das werdet ihr auch schon bald in den nächsten Tagen dann sehen. Auch das passt sehr gut in den Spuktober. Und wie gesagt, mal gucken, vielleicht werde ich da noch einen Lesemarathon einbauen, weil ich auch noch eine Woche Urlaub habe, obwohl ich da auch unterwegs bin. Mal gucken, ob ich da irgendwo was abzwacken kann. Und wenn ich dann richtig Lust habe zu filmen, dann filme ich das auch. Ihr werdet es ja sehen. Auf jeden Fall wird da einiges für Grusel- und Horrorfans dabei sein oder vielleicht auch, die es einfach werden möchten. So, ihr Lieben, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was so bei euch in den letzten Monaten eingezogen ist oder ob ihr von diesen Büchern schon irgendwas gelesen habt. Mich interessieren natürlich
Meinungen zu Paolini. Ich meine, das ist gerade erst rausgekommen, aber vielleicht habt ihr ja schon sofort angefangen. Habt ihr da selber auch total Bock drauf? Seid ihr Eragon-Fans oder sagt ihr, nee, das ist Science Fiction, das interessiert mich gar nicht, warum schreibt er nicht Fantasy? Ich denke mal aber, dass der bestimmt wieder zurückkehren wird in die Fantasy. Und auch vielleicht die unbekannteren Werke, die Klassiker. Egal zu welchen Büchern ihr mir irgendwas sagen möchtet, schreibt mir das in die Kommentare, natürlich gerne spoilerfrei. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.